Cube-like. Was? Cube-like rooms possible. Hm. Entschuldigung. Man stört andere nicht beim Lesen. Also, sehr spezielle Pose auf jeden Fall. Schön breit. Also. Ich habe das Spiel nicht gemacht. Aber sowas gehört sich nicht. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyber Psycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Sons of the Forest und ihr seht auch schon auf der Karte, wo wir uns gerade befinden, und zwar beim Bunker Residential. Und ich habe hier auch einen Gleiter, den ich hier oben parken werde. Und hier gehen wir jetzt auch direkt rein. Ich habe euch einfach erstmal den Weg erspart, denn ja, ich bin einfach nur jetzt durch die Nacht geflogen. Das war auch mal ganz cool, aber man hat nichts gesehen. Deswegen, ja, hätte man was gesehen, hätte ich es für euch mit aufgenommen. Aber man, es war wirklich einfach nur tiefste Nacht. Ich hatte eigentlich vorgehabt, so loszufliegen, dass ich beim Sonnenaufgang dann ungefähr da ankomme. Das hätte ich euch reingeschnitten, aber ja. So, aber jetzt geht's hier erstmal rein. Navi kann weg. Und jetzt kommen wir hier hoffentlich durch die Tür durch. Oh mal. Jetzt funktioniert's. Bunker Residential ist der vorletzte Bunker, mehr oder weniger. Der letzte Bunker wäre dann die Hellcave. Also oben ist ja dann Bunker und unten ist dann die Hellcave. Also ist ja Bunker und Hellcave in einem. Wir werden jetzt erstmal unsere Rüstung wieder anlegen. Und zwar die hier, die wunderschöne Mutantenrüstung. Die andere Rüstung, beziehungsweise die Tech-Rüstung, müssen wir uns erstmal fertig machen. Aber erstmal muss jetzt ein bisschen was gegessen und gefrozen werden. Uns gehen auch langsam die Rahmen aus, das ist gar nicht schön. Föderation geht uns auch aus. Energy Drinks haben wir genug, deswegen ballern wir die jetzt erstmal weg. So, jetzt sind wir gestärkt. Jetzt sollte es fresh sein. Und jetzt geht's los. Okay. Batterien, sehr, sehr gut. Und nochmal Batterien, sehr, sehr gut. Let's go. Ja. Ja. Also, sie haben es cool gemacht. Warum kam. Hat er nicht die Granate geworfen? Wieso ist die neben uns explodiert? Get down, son. No. Weißt, der mit dem Revolver steht vorne, der mit der Schrotflinte, die er streut, steht hinten. Ja. Also auf jeden Fall schon mal cool, dass sie hier eine Katze mit reingebracht haben, aber irgendwie auch ein bisschen weird. Mal abgesehen davon, warum wird uns die Ausrüstung nicht geklaut? Warum ist da direkt ein Fingerdieb? Kollege, bitte bleiben Sie stehen, Polizei. Oh oh. Ich habe ihn vielleicht verfehlt. So. Schön da rangehen, damit auch ja getroffen wird. So, und jetzt alles hinten. Nice! Er hat abgespritzt, Wunderbärchen. Da haben wir direkt wieder eine neue Rüstung. Also Tech-Rüstung müssen wir uns später noch fertig machen. Drei haben wir jetzt gerade übrig, aber wenn es mal hart auf hart wird, können wir theoretisch Tech-Rüstung fertig machen. Hier haben sie, by the way, mal mit einem Update geändert, dass man hier jetzt wieder rausgehen kann. Das war vorher nicht so, da dieses Wesen die Tür blockiert. Fand ich eigentlich ganz cool. Gut, ja, wenn man nicht mehr rauskommt, auch doof, wenn man fast kein Leben mehr hat und kein Equipment und so weiter und so fort. Ja, ist doof, aber ich fand das eigentlich ganz cool. Ich fand das eigentlich ganz cool, weil da musste man eben hier durch den Bunker auf jeden Fall durch. Man kann jetzt nicht zurückgehen und da ist noch einer. Noch ein Fingerdude. Entschuldigung. Natürlich erstmal öffnen. Aber man muss sagen, das ist eine gute Kombi. Erst den Taser und dann mit der Axt drauf. Okay, hier ist gefühlt alles geschwärzt, außer Cube-like. Was? Cube-like rooms possible. Hm, Entschuldigung. Man stört andere nicht beim Lesen. Wurde dir kein Anstand beigebracht? Der hat jetzt eigentlich verdient, wieder in den Arsch geschossen zu werden. Nice. Den nächsten haben wir. Oh, jetzt ist er gegen die Wand gelaufen. Was doch auch irgendwie doof ist, gegen die Wand läuft. Und es tut auch sau weh, wenn du irgendwie stolperst oder sowas und dann mit der Nase gegen die Wand donnerst, das tut saumäßig weh. Das kann ich niemandem empfehlen, das würde ich nicht mal meinen Feinden wünschen. Weil ich gar nicht weiß, wie viele Feinde ich habe oder ob ich Feinde habe. Keine Ahnung. Aber trotzdem würde ich es denen nicht wünschen, wenn ich mich hätte. Wir müssen uns hier jetzt sogar noch besser anschauen als sonst. Ja gut, jetzt nicht wegen dem Taschenlampenausrat, sondern wegen den Laptops. Hier ist auch wieder alles geschwärzt. Safe in Cube. Du geschaut, habe ich einen Correct in der. Okay. Also,
Im Grunde steht hier auf dem Zettel, dass man sicher ist im Inneren des Cubes. Das ergibt Sinn. Oh, ordentlich 9mm Munition. Ich weiß nicht wieso, aber zurzeit liebe ich die 9mm am meisten. Keine Ahnung, wegen dem Schalldämpfer und so mag ich es einfach. Okay, wir können hier nichts mehr mitnehmen. Wir können auch die Pistole nicht mitnehmen. Warte mal. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie die Pistols ausgetauscht haben. Okay, nee, alles gut. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich jetzt die Billo-Pistole ohne Upgrades vom Boden aufhebe und die wird dann durch meine ersetzt. Und meine liegt dann da am Boden, aber man sieht es optisch nicht. Geht weiter und ist dann am Ende am Morge. Hier geht's nicht rein. Nö, hier gehst du wieder rein. Aha. Oh. Aber das ist ein süßer Empfang. Man kommt nach Hause und das Kind kommt erstmal auf dich zugekrabbelt. Da klippert etwas. Achso, es ist nur noch ein Baby. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, als ich das Glibbern gehört habe. Noch eine Batterie. Hier haben wir nochmal einen Zettel. Hey, good news. We have managed to find both of the clubs and the golf balls. We want to thank you for all your help and if you ever out... Was? If you ever out on the links, let's whack a few balls around. Okay, also sie haben die Bälle gefunden und auch die Schläger gefunden. Und sollte der gute Hank mal draußen sein, dann soll er doch mal ein paar Bälle abschlagen. Jetzt auf einmal ist sie so freundlich. Vorher war sie ein richtiges Missstück. No hate, sorry für die Wortwahl, aber ist so. Was sind immer die reichen Schnösel? Die sind immer richtig asozial. So, jetzt haben wir hier einen Putter, Wunderbärchen. Ich hätte gerne einen Driver, aber das ist in Ordnung. Hier haben wir jetzt, ja, ich weiß immer noch nicht, ob man irgendwo mal Schriftzeichen gefunden hat, wo man das hätte gebrauchen können. Aber besser haben als brauchen. Oh, ich dachte mir schon, hä, was ist da los? Mach's jetzt. Aber ich finde es jedenfalls cool, dass man hier eine Pistole findet, für den Fall, dass man seine vielleicht bei Virginia gelassen hat. So wie ich damals mit meiner Schrotflinte. Wieso? Seit wann sitzt hier einer? Seit wann sind da zwei? Warte mal kurz, ich muss schon Ausdauer regenerieren. Ich kümmere mich gleich um dich. Dass er wirklich gewartet hat. Sehr höflich. Sehr höflich. Aber gut, das waren die reichen. Das waren wahrscheinlich früher die reichen Schnösel, die Anstand hatten. Kann ich dir helfen? Madam, bitte bleiben Sie einfach gemütlich liegen und lassen Sie sich von mir massieren. Sie reckt mir sogar Ihren Hintern entgegen. So will man das hören. So, aber finde ich ganz gut. Jetzt haben wir nochmal ein paar heute. Und dann sind wir jetzt eigentlich relativ gut aufgestellt. Wir haben fast eine komplette Mutantenrüstung angelegt. Wir haben im Inventar, schauen wir mal. Ja gut, jetzt haben wir eine komplette angelegt und nochmal drei auf Reserve. Das ist sehr gut. Also drei jetzt können wir... Hallo? Nein, nein, nein. Nicht Granate. Nicht Granate. Erstmal nachladen. Warte mal kurz da unten. Ich komme gleich. So. Oh. Das war so Instant Karma jetzt eigentlich fast. Denn eigentlich wollte ich so nah ranlaufen, dass ich ihm in die Eier schießen kann. Deswegen war das Instant Karma, dass er genau in dem Moment runtergeht. Er kriegt von mir nichts ab und hätte mich fast gekillt. Das war so Instant Karma und leider habe ich mit Karma... Ey. Wenn ich irgendwas mache, wofür ich Karma abbekommen könnte, kriege ich es doppelt und dreifach ab. Einfach aus keine Ahnung welchem Grund. Es ist einfach so. Karma hasst mich. Und ja gut, ich habe mal in League of Legends Karma gespielt und habe damit alle rasiert. Also wahrscheinlich muss ich deswegen jetzt die Karma-Schelle abbekommen. Ist hier alles in Ordnung? Hier könnten halt auch mal so ein vereinzelter Kannibale drin sein, deswegen lieber mal genauer umschauen. Aber hier sieht alles fresh aus. Hier ist auch kein Laptop, außer der hier, aber die Platinen... Ah, wir können sie sogar wieder einsammeln, okay. Da müssen wir dann dran denken, dass wenn wir irgendwas nicht mitnehmen können... Ein Fisch und ein Schädel in der Mikrowelle. So soll es sein. Wenn wir irgendwas nicht mitnehmen können, dass wir dann vielleicht nochmal Tech-Rüstung herstellen oder Bomben. Und deswegen ist auch jetzt, by the way, auch die Batterie ganz gut. Oder die Batterien, dann für die Tech-Rüstung brauchst du ja auch Batterien. Da sie ja leuchtet. Was einfach hardcore unnötig ist, aber ja, gut. Zumindest leuchtet es. Hallo? Hä? In irgendeinem von diesen Dingern ist eigentlich eine Olle drin. Oh, was haben wir hier? Okay, Paftenkorb und Sahara. Ah, Puff und Saat. Ah, okay. Also das sind einfach nur so Statistiken. Start of Bidding War. Fighting War. Ah,
Dich habe ich gesucht, Kollege. Warte, dich... Ich habe gleich mal die Katana testen. Wie das hier im harten Schwierigkeitsgrad ist. Bleiben Sie mal stehen. Oh, yeah. Direkt erstmal Fuß abgesäbelt. Oder Bein, besser gesagt. Aha, aha. Also, ich... Also, das war... Hallo? Man tanzt nicht auf dem Tisch. Zumindest jetzt. Also, ich habe nichts dagegen, aber man muss jetzt nicht unbedingt auf dem Tisch tanzen. Steht ja einfach auf dem Tisch schon. Nackt auf dem Tisch stehen. Ganz ehrlich, wenn ich so mal aufwache, meine Freundin das macht, direkt Pluspunkt. Einfach nur, weil es mich hier daran erinnern wird und das so dann gleichzeitig so einen Nostalgiefaktor noch hat. Ja, zwar noch keine Freundin, aber irgendwann bestimmt. Und dann, wenn sie das macht, dann wird es auf jeden Fall ein schöner Morgen. Oder Tag, Abend. Je nachdem, wann sie es macht. So, aber wir rüsten jetzt erstmal unser... Achso, nee, das ist ja hier rechts. Das müsste hier rechts sein, genau. Das rüsten wir jetzt erstmal aus und... Ach, es ist schön. Es ist wunderschön. So, das ist auf der 1. Die Axt brauchen wir jetzt erstmal vorerst nicht mehr, aber schauen wir mal, vielleicht... Vielleicht können wir die später irgendwann nochmal gebrauchen. Jetzt schauen wir hier nochmal rein. Hallo, ist hier alles fresh? Hier ist alles clear. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Laptop gefunden, der mir irgendwie die Location von dem weiteren Bunker zeigt. Nevermind. Bunker Luxury ist nämlich genau dieser Bunker, mit in den die Hellcave ist. Aber bevor wir da reingehen können, müssen wir erstmal noch in die letzte Höhle. Und wir brauchen die goldene Rüstung. Und durch die goldene Rüstung wird, glaube ich, ich weiß es nicht, waren das 70% oder 60% des Schadens von den Dämonen genommen. Und ja. Und das finde ich auch cool. Hier steht der gute Timmy. Und ja. Wir machen ja natürlich auf. You're welcome, Monsieur. So. Hier ist aber sonst nichts mehr. Schauen wir, hier ist noch eine E-Mail. Hey, a bunch of crazies arrived by boat and seem to think killing themselves on the island. Attempted to promised island. Do we have insurance for this? Jein. Ich überlege gerade, wir hätten eigentlich auch schon vor diesem Bunker, hätten wir eigentlich schon in die Höhle gehen können. Das hat uns ein bisschen Weg gespart, da wir da ungefähr vorbeigekommen sind. Aber ganz ehrlich, ohne Katana gehe ich da nicht rein. Das wäre einfach, das wäre Selbstmord. Ohne Katana in... Ne, in die letzten... Nö. Denn da sind die krassen Puffies. Babys! Reicht ein Hit? Ja, ein Hit mit dem Katana reicht. Ja, Wunderbärchen. Also zwei Babys sind schon mal ausgeschalten. Das bedeutet in Zukunft zwei Mutanten weniger. Und hallo, Babyschen du? Ja, Babyschen du? Na komm her. Wunderschön gesprungen. Ah, ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Kann das sein? So. Den ignorieren wir jetzt einfach. Irgendjemand muss ja die Geschichte weitererzählen. Ich weiß nicht. Soll ich da mit dem Katana rangehen? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Hallo? Wie, das war's? Also, sehr spezielle Pose auf jeden Fall. Schön breit. Also. Ich hab das Spiel nicht gemacht. Aber sowas gehört sich nicht. Das hier ist auf jeden Fall FSK 18. Und ich weiß noch nicht mal, ob es männlich oder weiblich ist, aber... Ja, ist schwer zu sagen. Es könnte sich auch zurückgebildet haben, man weiß es ja nicht. So, aber hier erstmal eine goldene Maske. Und das sind jetzt die Kultisten. Und ihr seht schon, die sind jetzt nicht nur weiß. Also sprich, die Kleidung ist nicht nur weiß. Nein, sie haben jetzt auch blutverschmierte Kleidung. Also die haben ja ein bisschen an Realismus gedacht. Und jetzt haben, was haben wir hier? Sam Sound. Die... Steht da irgendwie ein Name von wem? Deep Sleep, nice price, new price. Okay, so, das ist ein bisschen schade. Das hätte auch sein können, dass es von dem guten Timmy LeBlanc ist. Sprich, von unserem Timmy. Hallo, darf ich da mal vorbei? Danke. Hätte ja sein können, aber ich finde es interessant, dass jetzt hier Kultisten sind. Also sprich, nicht nur ein normaler Kannibale, nein, sondern Kultisten. Und ganz ehrlich, was hat es mit den Kultisten auf sich? Actionkamera! Und neue Aufnahmen. Nice, dass es die hier gibt. Wo bist du? Wo bist du? Ich hätte jetzt gedacht, links unten irgendwo, aber zieh nicht danach aus. Wo ist die Actionkamera? Denn die ist neu reingekommen. Oder, ja, jetzt inzwischen ist sie nicht mehr ganz so neu. Inzwischen ist sie schon 11 Tage drin.
Aber... ich kenne sie noch nicht, deswegen ist sie immer noch neu für mich. Und jetzt ist mir die große Preisfrage, wo ist sie? Wo ist die Actionkamera? Denn mit dieser Actionkamera kann man scheinbar Filme anschauen. Und bin ich gerade... Echt jetzt? Echt jetzt? So. Okay. Das sind Aufnahmen. Das Video Nummer 1. Denny ist klar. Okay, da werden sie gerade... Ah ne, sie haben Suizid begangen. Warum? Hä, warum? Okay, mit Q und R kann man dann die Aufnahmen wechseln, aber... Warum? Also, keine Ahnung, aber cool, dass man sie hier findet. Finde ich interessant. Auch wenn es ein wenig hardcore unnötig ist, aber okay. Ist aber das einzige Tape, das wir bis jetzt gefunden haben. Deswegen bin ich da mal sehr gespannt, wo man die weiteren finden kann. Oder ob die überhaupt schon drin sind. Weil ich glaube, jetzt mit dem letzten Patch kamen jetzt nur eben die Actioncam rein und ein Tape. Der Rest kommt wahrscheinlich noch. Was bedeutet, man kann hier gefühlt noch 17 Mal durchlaufen. Also so gesehen ist es jetzt an diesem Stand eigentlich noch besser, wenn man wartet. Also praktisch, man spielt einmal durch und dann wartet man erstmal eine Zeit lang, bis wirklich alle Inhalte drin sind. Und dann spielen wir das Spiel nochmal, denn dann kann man auch wirklich alles einsammeln. Ist, glaube ich, sinnvoller. Was ich ganz cool finde, ich kenne es jetzt, wie es jetzt ist. Oder weil ich es erstmal durchgespielt habe, kann ich halt zu dem Zeitpunkt, wenn ich alles, was jetzt reinkommt, kenne ich sozusagen noch nicht. Und wenn ich dann irgendwann mal wieder das Spiel spiele, ist es so, als ob ich wieder ein neues Spiel spiele. Also ein komplett anderes Spiel so. Oder zum Teil ein anderes Spiel. So, aber jetzt geht es erstmal hier raus. Wunderbärchen, Bunker Residential haben wir erfolgreich abgeschlossen. Und als nächstes habe ich Angst, denn als nächstes geht es in die Höhle der Höhlen. In die vierte Höhle. Schauen wir mal, was sagt meine Munition? 9 mm, noch 13 Schuss, einmal Schrotkugel, 37. Ja, das wird schon ein bisschen knapp langsam. Das wird schon ein bisschen knapp. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück zum Bunker, denn dort finden wir noch unseren Gleiter. Ich bin jetzt deswegen sehr, sehr stark am Überlegen, wo es als nächstes hingeht. Denn auf der einen Seite hätte ich Bock, ab nach Hause. Und vorbereiten, sprich Tech-Rüstung fertig machen, nochmal ein bisschen looten gehen. Aber man muss halt auch dazu sagen, in der Höhle findet man auch Loot. Deswegen können wir eigentlich direkt in die Höhle. Das ist jetzt die große Preisfrage, was wir machen. Aber jetzt geht es erstmal ab zum Gleiter. Ich werde mich dann auf den Nachhauseweg begeben, Ladies and Gentlemen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns noch einmal in den nächsten Videos. Bis dahin noch einen schönen Tag, bis dann. Ciao, ciao. Und hey, entspannt euch. Geht weg.